Ungefiltert. 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 Ein ehrlicher Podcast. Moin und willkommen bei der feierten Episode vom LSAP-Podcast Ungefiltert. Wir sitzen heute besser an einem anderen Kader, du nicht von der Platz, aber wir sind heute just zu zwei. Bei mir ist heute Vizepremier und Santis-Minister Paulette Lehnert. Du hast eine Idee, für was wir dich heute invitiert sind? Das ist ja für mich ein bisschen mehr kennenzulernen, denn das Web, was viele Leute suchen möchten, dass sie mich noch nicht genug kennen. Das ist effektiv das. Tut auch mal zu denen, dass die letzte Freude um den Jospart die Annonce gemacht hat, ob die viele Leute gewartet haben, die Leute da draußen, Vertreter von der Presse, aber auch die Parteimember selber. Du hast gesagt, dass du bereit bist, bereit für die LDP von der Spitze raus an die Wahlen zu feiern. Das ist nicht meine Decision, wo es sich lohnt, eine Woche nur noch einmal zu sehen. Ja, das wäre richtig. Ja, schon dann so immer, schon mal die Zeit, die ich brauche, für meine Entscheidungen zu holen. Dann, wenn es dann geholt ist, dann ist das im Prinzip so, dass ich auch wirklich dazu stehe. Also schon mal eine Zeit geholt, weil ich eine anstrengende Zeit habe, weil viel Neues ist. Dann müsste ich das mit mir durchspielen, damit ich mich breit spüre. Ich höre auch gerade an der Aktualität, dass ein Job, der viel von einem fordert, dann... Nachdem ich das von allen Seiten so ein bisschen belichtet habe, auch über die Feier, die ich für alle muss, das für mich ganz okay. Und ich würde das machen, und ich würde das auch gerne. Ob die Decision, weil man da noch ein bisschen mehr spezifisch angehen. Meinst du, dass es Zufall ist, dass du freudest, die Annonce gemacht hast und die Woche drauf konnten zwei andere Parteien nicht schnell genug gehen, für selber nehmen an den Kurs zu gehen? Ach, ich denke, das ist allgemein ein Thema, weil auch unter einer Menge Personen wirklich Druck, wenn ich dealt sie sich mal, ob sie prädet ist oder nicht. Ich meine, das ist einfach ein guter Moment, um im Moment klar hier zu schaffen, weil sich froh viel Gestalt gibt. Ich meine, das ist mehr durch die Aktualität getrieben. Bei der CSV ist das genau dasselbe. Ich meine, du wirst hier auch schiedfrieden drauf, wie geht an Trennen, wie werden sie da holen, dass selbst wenn Leute interessiert. Und insofern denke ich, dass es eine Koinzidenz wahrscheinlich ist. Ich kann mir nicht feststellen, dass es just dadurch getrieben wird, dass das Eisendatum stumm. Weil ganz überrascht können die Leute nicht gewischt sein, die letzten Freuden, also wie die Kommunikation noch von uns ausgegangen ist. Ich meine, die Leute, die sich dafür interessiert sind, die sind wahrscheinlich nicht ganz überrascht, Freuden noch an Bett gegangen, nachdem sie die Annonce gemacht haben. Also wird bei den anderen Parteien noch gewischt sein, oder? Ich gehe mal davon aus, ja. Immer noch ein bisschen mehr spezifisch auf die Decision agieren, die du getroffen hast, wollte ich ein bisschen zurückgehen. Also für uns, wenn wir fünf Jahre zurückgehen, am Jahr, Anfang vom Jahr 2018, wenn jemand da gefragt hat oder da gesagt hat, ja, Paulette, auf fünf Jahre bist du den Partei von der Spitze raus an die Wahl fährt, was hast du dem gesagt? Ich hatte wahrscheinlich mal gut gelacht, wenn jemand das gesagt hat, das selbst hätte ich mir zu dem Zeitpunkt sicher nicht hätte können feststellen. Also, wo schon noch eine relativ schwere Decision für mich. Ich habe es zwar schnell geholt, damals, es war schon ein Schritt in meinem Leben, für aktiv an Politik zu gehen, wo ich gefreut war. Aber das ist noch etwas ganz anderes, wenn man eine Rolle überhält an einer Equipe, wie man sich bereit deklariert, für die ganze Equipe dann eben an Wahlen zu feiern. Ich bin das selbst, wenn ich mir nicht erwartet, ich habe mir auch niemals erwartet, da können wir feststellen, was so eine Pandemie kann bedeuten, was das bedeutet, wenn man da an der Rolle ist, für die dann politisch zu leben, durchzustehen. Und ich hatte auch keine Vorstellung davon, dass ich so schnell kann, bekannt gehen eben durch die Umstände. Ja, das wäre es, was ich wahrscheinlich aufgewimmelt hätte, als eine ganz witzige Vorstellung, aber nicht als ganz realistisch. Dass du so kommst, wie du kommst, die Wahlen am Oktober 2018, die LSAP verloren hat, dann aber decidiert, für trotzdem kann man dann eine Regierung zu gehen, du bist nun, ich weiß nicht, wie gefreut gehen, für an die Regierung mal dran zu gehen. Was ist das für eine Decision, die du hältst? Was für ein Kriterium, wie ein frohe Stell, den sich du in die Decision hältst? Also, die Frauen, die ich mal gestaltet habe, ich habe ganz viel rundherum Politik geschafft. Ich habe erst der Distanz umgeriecht. Meine Politik war ganz präsent, auch in meiner Familie schon immer. Die Frauen, die ich mal gestaltet habe, als das etwas, was du privat kannst verdrohen. Es geht in die Öffentlichkeit. Das sind
nicht unbedingt der Mensch, der bekannt war, irgendwo am Mittelpunkt, um zu stehen, nicht um einen zurückhaltenden Charakter. Das heißt, das war für mich eine Frage, die ich mir ganz intensiv gestaltet habe. Und auch das Kehren, das hat mich viel beschäftigt. Hat. Von den Themen hier, also das hat mich gereizt, hat, weil ich sich rund um den öffentlichen Sektor aktiv war. Quasi mein ganz berufliches Leben, nochmal aufgesehen von der ersten Phase als Avocat. Mit dem Nur haben wir durch das Verwaltungsrecht haben viel Abblick gehabt an das politische Leben. Das hat mich interessiert, hat mich auch motiviert, für mich zu gestalten. Insofern hat er mich gefreut. Und ich war auch relativ offen für die Ressourcen, weil ich komme aus heiterem Himmel schon, also ich war nicht wirklich viel gewarnt. Ein Telefon gegangen, als ich weiß, dass er nicht an mich gerufen hat. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt an der Funktion Publik geschafft, das ist wahrscheinlich ein bisschen technisch froh, unter dem Bereich, an dem ich arbeite, wo ich mich vielleicht kann eine Hand mal durchpacken kann. Das war ein bisschen so, kannst du dir vorstellen, mal in die Equipe zu gehen. Okay, das ist ja auch etwas, was in der Hinsicht, für mich war das nicht so... Für mich persönlich und ich nicht immer da gerechnet, weil die Diskussion schon ein paar Jahre vorher drin war, wo der Nicolas Schmidt fort wird, wo irgendwie ein Grand Presse mein Name abgetaucht, ohne dass auch ein Dumm hat mir geschwärt hat, und dass er auch verschwunden wie Kommas, sodass ich sich nicht immer da gerechnet habe, mit dem Fett, dass es Quereinsteiger geht zu Lützburg, selbst wird für mich noch nicht überraschend ist, dass es ja immer wieder sein, etwas wird alle Parteien sich schon mal so aktiviert tun. Ja, und dann kommt ja, wie lange als Bedenkzeit, und das, weil ich wusste, dass wir einen Moment mal waren am Prozess, wusste ich, dass die nicht kann lang sind, wenn die werden ganz kurz ist, ja, das ist mal noch beschädigt oder so. Ja, wirklich, das ja, so nee, das war ganz kurz, und auf meine Position auch, ja, wenn das gewollt ist, wenn das Sinn möchte, gerne, witzigerweise waren effektiv die Ressourcen noch gar nicht so klar am Anfang. Das ist, wenn am Gespräch war, was, Santé, Sécurité, Sociale. Ich denke, dass das doch noch nicht sicher war. Bei mir ist am Anfang aufgetauscht, wer da denn möglich geht, dass man dich gefreut hat, weil nicht direkt ein Zuhause war. Und ich dachte, ja, okay, das sind high à disposition, wenn das so ist. Und du kommst den nächsten Telefon, das war dann, voilà, dann der Weg ist für dich frei, mit wäre aber Konsumentenschutz und Entwicklungshilfe. Ah, okay, weil ich habe mich am Kopf mit den anderen Ressourcen beschäftigt, die kurze Zeit. Das fand ich aber auch ganz spannend, ja, sodass die Decision sehr, sehr geholt waren. Du hast so erzählt, also du warst Minister für Konsumentenschutz und Kooperation. Am Februar wurde Etienne Schneider den Zweck getreten, als du die Zante überholt. Ja, immer ein Trupp, ich meine, das ist jeder bekannt, hat man einmal ein anderes Leben. Du hast für Droge gesagt, gibst du dich selber an, dass mir auch an den paar Treffen, die mir hatten, abgefallen, nicht so als eine Person beschreiben, die sich unbedingt immer an den Mittelpunkt drängt oder muss am Mittelpunkt stehen. Wie ist es, wenn einem der Schwarm von geholt wird, an den B-Mol von 0 auf 100 alle Lützebäuer auf alle Pressekonferenzen war, da jeder B-Mol weiß, wie es der Boss? Also das war brutal für mich. Es ist noch nicht gut, gerne fotografieren zum Beispiel. Mit das gehört ein bisschen dazu. Ich muss aber sagen, das war am Frankreich überlehrt von der Urgenz, von der Situation. Wir waren so fokussiert auf Mam, also auf Schaffen eigentlich. Mhm. Und das Schaffen werde ich eigentlich gerne. Und ich schaffe gut nicht ungern unter Druck. Und ich wusste, dass du so, wie so am Flow von der Arbeit, die angefallen ist, dass das ändert. Ja, obwohl du warst, muss war schon befremdend für mich. Es ist mir ganz schwer gefallen am Anfang, das öffentlich zu schwätzen. Mit Wissen, dass so viele Leute da bin ich mal nachlauschen. Das war, ja, das ist eigentlich, wir waren damit das Lehrer, den alles. Ich habe voll gewinnt, den sich drin. Ich erinnere mich schon an die ersten Radiointerviews und dann die Vorstellung, dass da Leute draußen nur lauschen, muss nicht wissen, wie viel Sinn da wen. Also, das ist so ein Lernprozess. Und, für mich war das etwas Neues. Ich war gewinnt, Konferenzen zu halten, Kuren zu gehen, aber nicht so das Grand Public effektiv unzuschwätzen. Da habe ich mir viel Gedanken noch gemacht. Ich habe mir wie ich das noch angeschaut habe. Krisenkommunikation, Bücher gewälzt, alles. Bis an nur dran. Und einfach probiert, das dann so gut zu machen, wie geht, mit dem, was ich verstanden habe, was wichtig ist. Das Resultat davon war ja, dass auch innerhalb von ganz kurzer Zeit einen riesigen Sprung zum Beispiel an den Impfruhe gemacht hast, wo die Leute dich als mehr belebt waren, also dich als belebt qualifiziert. Ja, du hast natürlich da dann Diskussionen kommen.
war alles im Inno geregelt, wird Polat irgendwas Parteikind an die Wahlen feiern. Ich freue mich dann am Funk, für so ein bisschen eine Analogie zu der Decision von 2018 herzustellen. Kann ich das herstellen? Oder sind das wirklich, wenn ihr seht, ja, ich will das Land hier aufhören, sind das nicht ganz, ganz andere Fragen, die sich durchstellt? Ich denke, das sind zum Teil andere Fragen, wenn es darum geht, wirklich einen fairen Troll zu holen. Das ist natürlich der Bekanntheitsgrad ein wichtiger Faktor, wenn es in der Wahl geht, dass das mit der Ambition noch möglichst gutes Resultat zu holen. Und da spielt das natürlich an den Karten. Die Gemeinsamkeit gesehen, wenn ich da abgetaucht bin, dann bin ich mal, dass das weil auch Leute aus der Partei mich kannten, was wir geschafft haben. Ich habe schon für Roman Schneider angefangen zu arbeiten, für die vierte Regierung geschafft. Nach dem Jean-Claude Juncker und dem Octavio Moda dann eben eine ganze Zeit für den Dan Kersch. Und ich denke, für was überhaupt, dass ich ans Spiel gekommen bin, als ich durch die Erde weiß, wie ich schaffe, dass Leute wissen, dass ich jetzt mal zu den Wahlern von der Partei stehe. Es sind ganz viele bewegt und motiviert, für eine Politik zu machen, die für ihn erreicht, die inklusiv ist. Das habe ich auch als Beamten angezielt. Ich denke, dass du vielleicht ein Parallel hast, weil die Krise, könnte man sagen, die Krise wird Polat Lindert groß gemacht. Das ist schon eine enorme Herausforderung gewesen. Und ich will das nicht, oder ich akzeptiere nicht, dass ihn das klein wird, weil gerade als Neun an einer Krise wird ihn all der das Risiko, du leid Bananenschulen auf alle Meter. Wenn ihn dann nicht wirklich chevronniert, dass das Risiko am Anfang immens groß, dass ihn total scheitert, dann. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch ein Match spielt, dass man in einer Krise durchhält, irgendwo nicht aufhält, auch an den Sondagen. Und man weiß, dass man in der Equipe kann schaffen kann, dass das sicherlich eine gute Voraussetzung dafür für weiter Ämter zu überholen. Vielleicht all die Kriterien sind am Anfang an die Decision dann, also respektive die Erfahrungen sind mit angeflossen. Das ist am Anfang eine Decision, die ganz wenig Leute auf der Welt oder zuletzt, wo ich mal überhaupt an den sich können oder müssen irgendwann stellen. Ne? Ja, das ist auch bei mir ein von den Faktoren gewesen. Ich sage mal, gut, das sind die Circonstanzen, die dazu gefeiert haben. Das ist schon immer eine Chance. Ich bin mich extrem geehrt und am Anfang auch dankbar, dass das Leute mich gehandelt haben, über die letzten Monate als potenziellen Spitzenkandidat. Und, ja, da selbst wo ich auch viel am Anfang zurückgehen, schon Vertrauen kriegt zu einem Zeitpunkt, wo die Leute mich nicht kannten und das unerkannt gehen, auch eben auch durch Sondagen und so, da ich auch schon los, selbst zurückzugehen. Und ich bin mir schon bewusst, dass das Ding, dass das nicht das wird, auch nicht für einen, so auf seinem Weg geboren wird, weil da immer Zirkonstanzen sind, die da hinaufhören. Ich gebe dann gerne mit dir über ein paar Themen an, auch schwätzen. Ich wollte aufhängen mit der Klimakatastrophe. Du hast das bestimmt mitgekriegt in Deutschland. Das war Viergang aus, apropos letzte Generation zu Lützerath, wie die Leute, kann ich mal nicht mehr so demonstriert tun, das war echt eine Form von kompletter Verzweiflung. Gegen Sachen, die immer vorgestellt haben, wir hatten einen Kopf, wo das 1,5 Grad Ziel, was ja als relativ klar immer durchgestellt ging, das war bei mir einfach nicht mehr so klar geschenkt wird. Gerade den Jungen gegenüber, wie siehst du die Zukunft? Wie willst du ihnen eben die Zukunft bieten und weiter hier am Anfang auf dem Planet irgendwie lebelos sein? Also Zeit ist definitiv da, da sind die Klima, du hast gesagt, das ist eine Klimakatastrophe, auf dem wir durchgehen, das haut wirklich nicht mehr vom Tisch zu kehren, dass wir am Anfang nicht wirklich vorgeholt geholt wird Forscher vorausgesehen haben, dass du eine gewisse Verzweiflung abkönnt. Gerade bei den jungen Generationen, das kann ich nur vollziehen. Und ich denke, dass das schafft von der Politik wirklich zu handeln und auch zu beruhigen. Weil wenn man Verzweiflung hat, sieht, ob dem Tod des Fisches oder an einer Pandemie, dann ist es doch der Troll von der Politik, beruhigend anzuwirken beruhigend anwirken, indem man Handlung weiß. Für mich ist es extrem wichtig, dass man auch en vue von einer nächsten Legislaturperiode nach verstärkt wirklich die Transition möglich machen. Es muss angegriffen gehen, weil auch Teil von meiner Rechtsmengen Zeiten von allein wird nicht geschehen. Das kann ich probieren mit den Enjeu, also der muss so groß, dass man muss handeln. Und auch als Lützeburg, auch wenn wir ein kleines Land sind, ein prätentionen Land sind, auch ein stolzes Land sind, dann ich denke, dass auch wir müssen weisen, dass wir es da matt abbringen. Es wird oft gesagt, ja, wir allein werden nichts bewirken. Ja, das stimmt. Was bedeutet das dann an der Konsequenz? Also, dann wollen wir kein eigenständiges Land mehr sehen. Wir müssen an dem Wert mehr sehen, auch Vorbildcharakter haben, für wo wir geholt sind als Land.
und Episode als stärkt, dass wir flexibel sind, dass wir kreativ sind, dass wir auch Heiken an Ansatz bringen, an dem wir ganz gezielt Jitfri Matwölle noch unterstützen, einerseits Betrieber, wie sie funktionieren, dass wir sie begleiten an den Investitionen, die sie müssen machen, für wirklich an einer Art und Weise zu schaffen, überzugehen. Das ist mit großen Investitionen verbunden, das ist mit Changement verbunden. Mit dass man auch die Leute mitwollen, Jitfri muss man auf den Weg gehen. Und da sind wir als Stadt ganz stark gefordert in den nächsten Jahren. Und das sind Investitionen, die werden aufhalten. Das sind Investitionen, die man unbedingt brauchen für die Zukunft, eben lebensfähig zu halten. Wie willst du die Jungen mit dabei nennen? Ich habe auch schon gefühlt, dass die in extremen Bösbau haben, sich mitzudehlen. Haben die eine Rolle mit an den politischen Decisionen an der Politik verloren? Absolut. Und, ich meine, wir hatten etwas, was ein großes Succes war, den Klima-Bürgerrat, wo sich für uns angeboten hat, die ganze Zivilbevölkerung und auch natürlich die Jungen. Und gerade wenn wir vom Klima schwätzen und der Erderwärmung schwätzen, das sind die Jungen, die hauptsächlich konzerniert sind. Meine Generation wird Konsequenzen wahrscheinlich noch nicht so 100% mehr spüren, mehr die dann noch sicherlich. Und das ist etwas, was mich auch treibt, justement für Politik zu machen. Wir haben sind Zeiten, wo wir immens gefordert sind. Und ich gucke nicht mehr gerne Statistiken, wenn ich gucke, wie die Industrialisierung dann zu immens viel Brot. Aber ich sage wirklich an der Kurve, wie das irgendwo hin eskaliert, dass man einem Überkonsum, man denkt, Erde weiß zu konsumieren durch Globalisierung, die einfach nicht mit unserem Erdball verträglich ist, sondern das ist keine Fatalität. Ich meine, wir sind als Menschen gefordert, darum irgendwo zu adversieren. Das ist nicht konservativ, einfach nur hinzugehen, sondern nur neue Wehr sich. Da gibt es viele Reflexionen. Ich meine, das ist auch schon ganz vieles. Aus Solutionen durchleiten, mit das letzte Moment, wo ich wirklich muss Gas gehen und noch intervenieren, handeln, für das kann realisiert gehen. Ich meine, allein durch erklären, wie es geht, gehen und auf Freiwilligkeit setzen, das wäre der Menge nicht durchgehen. Klappt das dann mit dem Wurstungsmodell, den zuletzt wird trotzdem aber noch immer angestreift? Oder muss ich, meinst du, dass die Konsequenz, respektive das, was die Klimakrise mit sich bringt, trotzdem irgendwann so ein Systemwechsel ist immer so plakativ, fährt mir irgendetwas an der Art, aber fördert. Oder der Systemwechsel, man kann nur eine nachhaltige Croissance gehen. Und ich meine, das ist das, die man muss ausstrahlen. Das wird für Druck gemengt. Und das ist nicht, weil es ob ein falscher Piste da wäre. Das ist, da muss man zurückrudern. Mhm. Und muss man nicht weiterfahren. Und das ist der ganze Enjeu von der Transition eben für klimaneutral zu schaffen, für sich da Möglichkeiten zu gehen, über die Wissenschaft. Ich meine, der Mensch evoluiert weiter. Und ich glaube, ganz stark und Forschung und Innovation, dass das, was die Menschheit weiterbringt, dann, ich meine, das ist da, wo wir so drauf setzen, dass wir können auch nicht schaffen. Wir brauchen natürlich Rezepte. Wir wollen ja nicht zurückgehen an unserem Wohlbefinden. Ich will nur ein Beispiel, was mir natürlich auch ganz neu leid, als Gesundheit, als Sozialsystem, den haben wir als Loser-Los aufgebaut, die kostet uns auch etwas, und das muss man also auch erhalten, das soll Ziel sein. Mit muss auch nicht sein, braucht effektive Changement, und du hast schon viel gefordert. Ich meine, da muss man auch Hand an Hand mit der Forschung schaffen, mit den Betrieben, die sich selber Gedanken machen und sie durch andere unterstützen für einen anderen, mit properer Weise zu wirtschaften. Das ist möglich. Das bedeutet Changement. Ein Changement ist etwas Schwieriges, das ist das Schwierigste überhaupt für Changement bei den Menschen rüber zu kriegen. Bei keiner geht das mir einfach, mir bei Erwachsenen ist das eine Schwierigkeit. Mit das aber nicht unüberwindbar ist und das eben viel von der Politik gefordert. Dabei könnt ihr dann noch die Herausforderung für denen, denen es nicht so gut geht, für den Mat auf den Weg zu holen. Schon immer so ein als konkretes Beispiel. Ist es dann richtig für zum Beispiel Leute, die sich ein Elektrovelo sowieso können leisten, für denen nach Subsidien zu gehen? Ist das der richtige Weg, auch für die sozial gerechte Transition zu machen? Also schon da mir eine nuancierte Meinung. Am Moment haben wir ja viele Mesuren in Platz, die einfach ganz an der Breite greifen. Mit natürlich ein spezifisches Ziel, das für kurzfristige Inflation aufzupuffern. Für mich, wenn die Ressourcen rar sind und auch die finanziellen Mittel rar sind, dann muss ich schon mich spezifisch vorgehen. Ich gesehen lo. Der Velo ist natürlich ein Beispiel, sondern wir hätten generell gerne mit Dus Mobilität, dann Jitfri, den wir können encouragieren, das gut die Mat zu holen. Das kostet natürlich. Und für mit der Geist kann Jitfri reingem zu helfen, auch Leute, die nicht nötig sind. Das ist gut, wenn man zu gerade Laber haben, wenn man in einer Wirtschaftskrise sind, muss man sicherlich nur denken, wie man das gezielt können machen, wie ein
eben für allem da aussetzt bei den Leuten, die nicht kennen, ist eine Haut, die was heißt, das ist auch eine Analyse, die interessant wird zu machen. Wie beneficiert letztendlich von den Subsidien? Weil trotz Subsid bleibt ein Elektrovelo für verschiedene Leute, aber nach einer Depense, die größer sind, umgedreht sind, Leute, die sich ohne Probleme ein Elektrovelo auch Kinder kaufen, dann AGV kaufen, auch ohne Subsid. Also, du hast nach Reflexion zu machen. Dann, nach da komme ich auf die Wichtigkeit von Daten, von Datenanalysen zurück. Wenn man Mesuren holen, fand ich persönlich extrem wichtig, dass man das auch evaluiert. Dass ich gucke, die Suchen, die man da geholt hat, die kommen ja auch nicht einfach gefallen. Das sind öffentlich Gelder, haben sie ihren Dienst erfüllt, wenn dort letztendlich davon profitiert. Also da auch kommen, wo der meiste gebraucht wird. Das sind Fragen, die man auch muss verdienen. Und, selbst wenn man auch persönlich viel beschäftigt wird, am Gesundheitssektor, wo man auch da geguckt und hat die Krankheit selbst zugeschlagen, je nach gesellschaftlichem, so, sozioökonomischem Kontext von den Leuten. Und nein, einfach das nicht. Da sind große Differenzen. Und es sind überzeugt, dass es bei den Maßnahmen, die wir holen, auch so ist. Da sind nur noch durch Winkeln entdeckt, wie gesagt, trotz aller Mesuren bleibt das aber nach Mission Impossible für verschiedene Leute. Und bei anderen, mein Gott, die hätten doch wahrscheinlich gemerkt, oh nie. Das ist so eine Lifestyle-Geschichte. Und das gilt für vieles, was ich möchte. Wie gesagt, was Ressourcen mir rar gehen, was mir wichtig ist, dass wir genau verstehen, wo kommen wir hin, wie kommen wir hin, für was kommen wir nicht hin, auf verschiedene Plätze, wo es nach nötig ist. Okay, kommen wir bei einer Zweitkrise zu Lützeburg, den Logement. Wir sind. Kann ich sagen, dass am Moment alles ein bisschen bei Ihnen da könnt. Auf der einen Seite wird die Politik probiert, ein bisschen die Investmentverstärker oder Incentives über die letzten Jahre aufzuführen. Nun sind wir in einer Situation mit hohen Zinsen, hoher Inflation. Die Leute investieren gerade nicht mehr so, wie sie das gemacht haben. Es geht auch mehr gebaut. Wie gesagt, ist die Rolle vom Staat an dem High-Moment. Auch ganz klar an einer Rolle, wo muss angegriffen gehen. Das, wie du richtig siehst, durch einen Krieg sich ob die einen greifen, ja, dann an den Argumentären, die haben ein bisschen eine Melange von allem gemerkt. Ich meine, im Moment ist einfach eine Tatsache, dass alles ein bisschen angefroren ist. Sondern zwar, wenn ich von Haut auf Mund durch die Wirtschaftskrise, die drauf kommt, durch die Inflation, die kommt, aus mit Zinsen, die raufgehen, das hat am Anfang halt den ganzen Kontext total auf den Kopf gekehrt. Wir haben einen Gewinn, die war Jahre niedrig Zinsen zu und ich konnte nicht genau rechnen, was bedeutet mein Emprunt, das war klar. Die Kosten vom Bau sind zwar klar, alles abgegangen, aber absolut nicht so drastisch, wie das Lode Fall ist, durch die Inkonnüren an den Lieferketten. Da ist man immens viel Ungewissheit auf den Endkostenpunkt vom Bauern. Das muss natürlich, dass auf der Finanzseite eine gewisse Vorsicht angerast ist, dass die Menschen selber sich vielleicht überlegen, dass das der Moment ist, vielleicht bis das mir klar, also ob ich mich alles sind. Das ist die Angst. Ich meine, im Moment eine Situation auch von Panik. Man gesehen, ja, irgendwo bleibt alles stehen. Wir brauchen aber, wenn in die Berechnung geguckt, wissen wir, dass wir viel mehr Wohnungen hier brauchen. Und dann kommen wir bei der Langzeitproblematik, die wir haben. Die erklärt sich am Ende auch ganz klar dadurch, dass wir extrem schnell gewusst sind, was ja auch gut ist. Und andererseits aber vielleicht nicht schnell genug gebaut und noch kommen sie mit der Offer. Den Umstand, dass zu Lützeburg aber die Proprietät immens heilig geschaut wird. Wir sind kein Land auf der Welt, wo so viele Proprietäre gibt. Und das ist auch so ein Gebot hier am Land, dass ich Proprietär sein muss. Für mich ist das etwas, wo ich Kind aussetze, dass ich effektiv mehr Wohnungen investiert und mehr soziale Lokationen wirklich auf den Markt bringt. Und das weiß ich, da braucht also viele Ideen, die da um durch sind, ob es ein Modell, Wiener Modell, das sind einfach die Proportionen von Wohnungen, die vom Staat, von öffentlicher Hand verloren gehen, herabsetzt. Mir alles das bedeutet bauen. Und du hast nach Sputten der Urwen, wir müssen alles drauf setzen, für das Bauen zu akzelerieren. Du siehst ja schon viele Mesuren, die kommen sie für Sachen, die Bruch leihen, durch Incentives, respektive durch den Kostenpunkt, den der Matz springt, mobilisiert zu kriegen, mir auch zusammenarbeitet für mich mit den Baufirmen. Ich muss assuriert sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat das allein bewerkstelligt. Wir müssen auch da alle zusammen schaffen, alles Cap zusammenstrecken. Wie kann den Bau selber akzelerieren? Was steht da noch an der Face? Wie können wir zusammen schaffen mit den privaten Baufirmen, zwischen öffentlichen und privaten, für weiterzukommen? Du sagst, viel bauen.
geht ja auch drums für Leute, das Bauen weiter zu feiern. Und nicht, dass die Karriere der Chargen anfangen zu abbrechen. Das heißt, du sagst wirklich Troll vom Staat, auch für Leute zu so in einer Krise, wo das ein bisschen stockt, dass es nicht keinen Sinn dass Leute Männer gebaut wird. Das ist für mich ein Problem, weil das hat ja mittelfristig immense Konsequenzen, die Werte fehlen, die Wohnungen. Wir sind schon nicht da, wo wir müssten sein. Das ist der Logel, das für mich effektiv anzugreifen. Und dafür fand ich das auch wirklich gut, dass die Assisen sind rund um die Loge, wo wir alle Akteure in der Menge beibringen, für einen anderen auch den dritten Aspekt zu belichten. Wie kann das wirklich nur richtig eine Krise bedenkt, den von Haut auf Mur, die Bremse, die kommt aus, das hauptsächlich an Mengen erbedingt durch die Krise, die zusätzlich drauf kommt aus. Und da werden wir an Mengen an wirklich gefordert, die noch als Staat zu sehen, wie kann ihn aufwirken. Und das Change am Terrain extrem wichtig, wird zu verstehen, wer das genau wird ausbremst, wer ein Incentive braucht, wie können wir es abbringen als Staat, für auch die Hürden wegzuholen. Die Logementskrise ist ja im Moment, nimmen eine Krise, die nimmen die Leute zu Lützeburg, betrifft sich ja am Anfang auch ökonomisch ausmussen. Also, dass Leute vielleicht nicht mehr gerade so gerne auf Lützeburg kommen, weil sie wissen, ich muss hier entweder extrem hohe Leute bezahlen oder ein Prä, den ich mir überhaupt nicht leisten kann. Das hat auch irgendwie einen Einfluss auf die Attraktivität vom Land. Wenn man von Attraktivität vom Land schwätzen nur mal ein bisschen, also Diskussionen rund um die Arbeitszeitverkürzung. Wie hast du Ding, dein Point de vue dazu. Das sind wir relativ schnell, schlägt ich da von Patronatzeit, geht Alarm geschlagen. Wir definieren die Attraktivität vom Land, heute zuletzt bin ich viel immer noch extrem viel über Fiskalität. Also heute brauche ich nicht viel Steuern zu bezahlen. Für was ist es nicht Zeit, mal meine Sozialrechte mit an die Attraktivitätsdebatte ranzubringen? Also habe ich eine bessere Work-Life-Balance, muss ich Mann allein schaffen. Wie gesagt, das? Das effektiv, ich gebe nicht unbedingt Sozialaspekte, aber auf Verdacht als generischer Begriff kann ich enthüllen. Aber das ist richtig für mich als ein großes Gewicht. Und da gibt so viele Etüden hier. Die Leute gehen dahin, sich niederlassen, wo sie gerne leben. Wenn ich gerne wo lebe ich gerne? Da, wo ich gut wohnen kann mit meiner Familie, wo ich eine gute Work-Life-Balance auch fand, wo ich eine flotte Arbeit tun, wo ich Perspektive. Das spielt alles an den Ehen. Und da könnt auch wohnen. Das war den Intro effektiv. Wohnen als ein transversales Thema. Weil wenn wir heute auch eine Krise haben, und die geht ja auch von allen Seiten, an allen Sektoren artikulieren, dann ist also auch mein Geschwick nicht mehr von der Hand zu weisen. Das ist auch nicht egens für Lützeburg, das ist überall ein Problem. Ja, da muss man attraktiv bleiben. Aber wenn man Leute wollen auf Lützeburg umziehen, dann ist nicht Fiskalität das ein Aspekt für viele, aber sicherlich nicht den einzigen. Es sind auch fest überzeugt, dass junge Leute gucken, ja, wie kann ich da wohnen, wie kann ich mein Leben aufbauen, wie ist es vereinbar bei Privatleben mit Professionellen, wie sind die Fährten auf meinem Arbeit, alles das spielt mit. Und das ist nicht nur ein nice to have, aber wir wissen auch wissenschaftlich von der anderen Seite, dass das wird als Gesundheit belegt, da wird so ganz viel Absenteismus, wüsste man auch, ob der Arbeit feiert, stressbedingt, das geht immer viel von der Maladie kardiovaskulär geschwört, das ist ein Faktor, wo man können der da weiß, wie man Leben abwirken, mit dem Stress an sich, den durch Überbelastung kommt, das hat auch eigentlich ein Fakt, dass das einen großen Impact hat. Und dafür fand ich es einfach eine Frage von Responsabilität, dass ich mit all den Sachen befasst, dass ich, wie können wir machen, dass das Schaffen agreabel bleibt, dass der Mensch sich nicht krank macht durch zu viel Stress. Und was geht es von Modellen, die da funktionieren? Und das ist sicherlich das für mich Talent Attraction nicht schlussend eine Frage von Fiskalität. Das macht auch ein Kriterium, ich will den nicht kleinreden, das ist sicherlich auch ein Kriterium, den die Leute gucken. Mit das ist ein Zusammenspiel von vielen. Wenn das Logement überdauert, also unmöglich ist in einem Land, das hält ja auch ganz viel zu. Und das ist das relativisiert, ein, das ändert. Und die Arbeitsbedingungen sind auch ein Faktor. Für mich muss ich das alles ganz offen angehen, probieren zu verstehen, was funktioniert gut, was nicht. Es gibt gerade an der Arbeitszeit wirklich viele Studien, auch die gemacht sind, auch Projekte, die konkret begleitet sind. Ich denke an Toyota Schweden zum Beispiel, die in der effektiv verkürzten Arbeitszeit behindert, das ganz gut funktioniert. Ich kann durchaus also nicht schließen, halt mit meinem Wissensstand, dass das überall wird greifen. Ich fand es interessant, die Modelle zu verdäven und dann auch zu verstehen,
was tut das da brot, weil bei hinten kommen raus, dass es sowohl auf der Rentabilität vom Betrieb positiv sich ausgewirkt hat, wie auch in einem Absentismus, und aber auch beim, bei der Talent Attraction. Das heißt, sie sind mehr attraktiv gehen als Employer. Und das sind aber interessante Phänomene. Das heißt, wenn man Projekte effektiv zu gucken oder Ausschau zu halten, nur Sachen, die funktionieren, open zu sie für alles. Es gibt sicherlich nicht eine Lösung für das Problem, das vielschichtig ist. Wir sollen uns nicht zu schuld sein, für alle Möglichkeiten wirklich auszuloten, als wir an der Dave. Das etwas, was meine Schwierigkeit wird gehen an meiner nächsten politischen Karriere. Dann über die nächsten Monate sind ein Mensch, der gerne. Ich gerne versteht, für was Sachen funktionieren, und ich positioniere mich eigentlich recht gerne richtig, wenn ich dadurch integriert und an überzeugt sind am Detail. Und, das oft nicht das wird gefroren, das oft wird gefroren, das ist schwarz, das ist weiß, wo stehst du? Und ich meine, das ist mich, das ist wohl groß, und dafür schaffe ich mich an. Und wir sollen das changieren, und dann könnt ihr schon zu einer Klore auch eine klare Meinung, dass sie kommen, stehen Schwierigkeiten hat, Decisionen zu holen, Menschen aber schon den Besuch zu verdäven, ja, und zu verstehen, einerseits, was funktioniert, und dann eben noch zu gucken, wo das nicht funktioniert, für was das nicht funktioniert, und wenn ich das richtig möchte, dann sind es schon zuverlässig, dass man alle die Kapazität haben, nach dann auf hier zu gucken, und so was könnte dann häufig auch funktionieren. Du hast für dich nur gespürt, dass ein paar Kriterien mehr mit, mittlerweile mal darauf lesen an die Decisionen, wo gehen schaffen, wo gehen wohnen. Du hast das Gefühl, dass du ein Mentalitätswechsel auch irgendwie stattfindest. Du den ich, so ein bisschen aus meinem Punkt, wie das an meinem Umfeld und nimmer sich nur dem großen Geld, den ähnlichen Kriterien, dass mir auch viel. Wie gesagt, mein Leben aus und hört das, was ich meine, am Anfang Sinn. Sinn, ja. Ich meine, das ist schon ein Mentalitätswechsel, das ist auch ein Wechsel an den Familienmodellen, muss ich klar sagen. Durch Gleichberechtigung haben wir mit dem klassischen Modell, wo ein 12, 13, 14 Stunden Woche dann den anderen, da haben sich um alles kümmert. Die Welt ist nicht mehr so. Kann auch großgezogen von beiden, von Mama, von Papa. Das braucht Raum. Wir wissen auch, wie wichtig die Erziehung ist. Auch das ist so ein Faktor. Also der Raum schaffen für Familie, für Kinder, das ist auch nicht so nice to have. Das ist auch ein Investment in Zukunft. Weil wenn du mehr stabile Kader hast, wird man eben als Zukunft auch besser präparieren. Das spielt alles an den Nähen. Ich spüre das auch, also ich sehe das auch bei meinen eigenen Kindern, dass effektiv den Akzent gründet mehr auf dem Erstreben von einem Plus-Plus-Revenu. Ich meine, das schon ein Umdenken könnte bei den jungen Leuten, die effektiv nur in einem Sinn sichern. Nur Flexibilität auch. Ich meine, das hört noch immer mehr das Phänomen, dass der Beruf gewechselt wird, dass Leute eine andere Perspektive sichern. Auch das ist ein Faktor. Und auch wenn ich lebe, ich denke, dass auch Kultur, wie das Land aufgestellt ist, flott zu leben, also flott Angebot darum, um Niveau von der Kultur, von den sportlichen Aktivitäten, alles das spielt mal dran. Wir haben hier nicht eine sonnige Insel, mit der man können werben. Also muss man mit anderen Sachen, mit Lebensqualitäten, die wir hier können, an unseren Breitengraden bieten, attraktiv sind, und da spielt vieles dabei. Ich höre viel von mir, ganz viel, eine ganz multikulturelle Gesellschaft heute zu Lützburg, von Leuten, die noch nicht hier abgewusst sind, hier den immens oft, wenn sie über Lützburg schwätzen, dass sie sich einfach sicher hier spüren, dass es flott ist, hier zu leben, dass es flott ist, hier mit kleinen Kindern sein Leben abzubauen. Alles das, denke ich, sind auch Kriterien, die die Attraktivität fördern werden. Mir führt rund ein bisschen über die wird Steuern geschwärzt als Attraktivitätsgrund. Steuersystem ist aber nicht viel wert, wenn er nicht gerecht ist. Was ist denn das am Moment? Also das ist ein bisschen überfällig. Ich meine, eine Steuertabelle, die muss das ist ein Instrument, das immer regelmäßig angepasst muss gehen. Das war auch historisch immer so, dass läuft eine lange Zeit, wo nicht budgetiert ist. Und wenn man dann in System so drin lässt, gibt es forcément eine Verschiebung, wo los die innerste Revenue vielleicht eher besteuert sind. Das ist eigentlich ein normaler Prozess. Und ich wünsche mir nicht ähnlich, dass wir die Diskussionen an der Ruhe weiterführen. Kann ich mal ausbremsen, eine Diskussion, Krise bedingt, mehr. Steuergerechtigkeit ist extrem wichtig, weil wir das Gefühl abkönnt, dass Leute sich ungerecht behandelt spüren, dass es Frank da sind. Die bekannte Scheier, weil das kann ich nicht oft genug so. Und die geht nun eben mal
klaffend ausnehmen. Das System bringt das mit sich. Das soll ich noch nicht unbedingt verteilen. Ich muss einfach einfach gegen steuern irgendwo. Sonst könnte das Ungerechtigkeitsgefühl opfern. Das ist das, was man eigentlich gibt, das für den Zusammenhalt. Und auch immer, dass die Rodien hört an der Gesellschaft und das Gefühl von Gerechtigkeit da ist, die hört auch ihre Preise an ihre Wert auch in einer Gesellschaft. Wir sind irgendwo auch durch einen Index an einer Situation, wo man nicht permanent Verhandlungen haben über Gehälter. Das schafft eine gewisse Ruhe, eine gewisse Serenität doch bei den Leuten, die sich für einen zu gut könnten, den Einzelnen, aber auch die Betriebe. Das bringt Ruhe, das bringt mit sich, dass Leute schon bei einer Sache können konzentrieren. Es hält eher raus, eher ist nie förderlich für die Stimmung an einer Gesellschaft. Und dafür muss ich für mich auch effektiv mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Steuer vorstellen, dass ihnen das aufpasst. Und ich bleibe mir aber dort zuversichtlich, dass wir da nach etwas Verständliches rauskommen. Aber wenn nicht, wenn ihr in das Programm guckt, das wir schreiben für die Chamberwahlen, wo gesagt hast, die Hauptideen, die mussten, wo es die Logik so nicht, dass du mich am Anfang direkt ändern. Also für mich brauchen wir ein Umdenken an der. Wieso so mit dem Ansatz, den wir bringen für die ganze Transition. Also für mich ist die Klimakrise ist wirklich übergeordnet irgendwo. Wir müssen massiv als ganze Gesellschaft die Leute im Niveau von ihren Kompetenzen auch Betriebe begleiten, für mehr schnell, mehr akzeleriert die ganze Transition hinzukriegen. Und da soll man als Gedanken machen, eben wie gesagt, der nachhaltige Wachstum aus für das Land, wie können wir als schulische Aufstellen, also als Spezifizität, wir haben ganz viele Nationalitäten, wie können wir da zusammenhalten an der Ausbildung, wie können wir da attraktiv bleiben. Ja, stärker Fokus auf Lützburg attraktiv halten, das ist mal wichtig, aber nachhaltig attraktiv halten. An Steuerpolitik, also im Moyen, wo viele mir das nicht vordergründig. Das vordergründig ist das, wie wir als Gesellschaft gesehen, wir wollen nicht Schritt zurück machen, wir wollen nur vier gucken, als weiter developieren und für das nachhaltig zu machen. Das ist eine enorme Herausforderung, das klingt so aufgedroschen, weil in über Jahre lo hört, das ist aber nicht aufgedroschen. Und ich meine, das ist viel mehr, ja, ein Akzelerator an dem, was man Begleitmaßnahmen setzen, für das hinzukriegen. Und der Rest, das muss ich Accessoire und die soziale Gerechtigkeit eben mit der Scheuer, die du als Magitfrei mit auf den Weg halten, für heute bei uns seinen Platz zu fahren. Dann hätte ich noch gerne ungefiltert Antwort. War das heute Generalprof für ein neues Interview nächstes Jahr bei RTL? Oh mein, nee, das hätte ich noch gut nicht am Kopf. So weit sind ich nicht am Vorausdenken. Nee, sind so Menschen schon so ein bisschen wie am Tennismatch. Ich will noch Männer und das noch. Es sind noch ganz viele Bälle zu spielen, bis du hin auf einer weiten Weg. Guck mal, tipptopp, vielmals, merci. Gern geschehen.